Shuttlebusverkehr in Oldenburg zu einem ganz besonderen Match für einen ganz besonderen Fußballer. Thomas Schaafs Spielmacher Johan Miku gab seinen Abschied. Also, dass er gegangen ist, darüber bin ich ihm nicht böse. Absolut nicht. Er hat sich 4 Jahre lang den Arsch aufgerissen. Mit ihm haben wir Erfolg gehabt. Und von daher, ja, Abschiedsspiel heute. Wir schon feiern. Sag mal, ihr beiden, ihr habt jetzt gerade auf die Veteraner gewartet. Was erwartet ihr denn heute so, Johan Mikus Abschiedsspiel? Wie wird es denn werden? Gut. Gut, seid ihr Miku-Fans? Ja, ich habe Miku drauf. Wow. Die Nummer 10. Schon immer? Ja, Miku ist mein Lieblingsspieler. Hast du auch noch einen anderen Lieblingsspieler? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber jetzt ist Johan Miku ja weg. Wer soll es denn jetzt werden? Klose. Nun ja, Miro Klose stand an diesem Tag nicht im Mittelpunkt. Er hatte frei. Dafür der Chef Johan Miku und sein Entdecker, Sportverpflichter mit French Connection, Klaus Allofs. Als wir das geplant haben, dann war das nicht als Abschiedsspiel alleine geplant, sondern das sollte ein Vorbereitungsspiel sein. Und wir haben eine Menge Arbeit vor uns, das sieht man. Die letzten Ergebnisse waren nicht so gut und dementsprechend ist das auch ein sehr wichtiges Spiel. Aber wir wollen trotzdem die Gelegenheit nutzen, uns in würdiger Art und Weise von Johan Miku zu verabschieden. Wir hätten das gerne im Weserstadion gemacht, aber aufgrund der Austragungsbestimmungen war das nicht möglich. Aber ich denke, auch hier ist es ein toller Rahmen. You can call it another lonely day.
Ja, Hans Schulz, war wunderbar. Unser Gespräch hat mir sehr gefallen. Schön, dass Sie mal hier bei uns zu Gast waren. Das ist die 67. Sendung. Sie waren noch nie da. Wundert mich eigentlich. Sie sagen selbst, so die Aufsichtsratsarbeit, das macht Ihnen Spaß. Und, ja, also gut, es waren mal andere Zeiten, nicht? Wenn man vor 6 Jahren denkt, das war ganz klar. Aber ich denke, die war wichtig, die Zeit. Nein, man lernt dazu und ich denke jetzt inzwischen, nicht nur weil wir Erfolg haben, macht es Spaß, aber man ist wieder näher dran und das ist auch okay. Ne? Ich glaube, das zeichnet sich auch aus, was wir so gehört haben, sind dem Fußball wirklich verbunden. Wir wünschen Ihnen noch viele Jahre im Aufsichtsrat. Natürlich auch, Sie haben durchblicken lassen, dass Sie sehr, sehr gerne reisen mit Ihrer Frau. Machen Sie noch viele Reisen, kommen Sie immer gesund wieder und wir würden uns freuen, wenn wir Sie in absehbarer Zeit mal wieder hier zu Gast haben. Schönen Dank, Herrn Schulz. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja. Wunderbar, Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, das war's. Werder TV verabschiedet sich für dieses Mal. Natürlich kommen wir im nächsten Monat wieder. Wenn Sie mögen, sind Sie wieder dabei. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.